Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie du Tails installierst. Ein Betriebssystem, deren Aufgabe es ist, dich zu anonymisieren. Und das wollen wir doch alle heutzutage in der Welt voller Datenkraken von Google, Facebook und so weiter. Ja, wir machen das Ganze lustig, damit du auch lange dran bleibst und natürlich auch informativ, damit auch ein bisschen dein Kopf wächst und du wieder ein Stückchen besser bist. Und ja, ich würde sagen, lass ein Like, Abo da und wir starten rein. Cybersecurity. Be part of IT. Okay, hier ist schon das allsehende Auge und das umgehen wir jetzt. Und ja, wir öffnen unseren Browser, gehen hier auf tails.net. Dann landest du hier auf derselben Seite wie ich. Und wir gehen hier auf Install Tails. Scroll ein bisschen runter. Und hier unten sehen wir Run Tails in der virtuellen Maschine. Ja, das wollen wir machen. Wir haben keine Lust, jetzt einen Stick zu installieren. Das dauert natürlich zu lang fürs Video. Und es ist auch wesentlich angenehmer. Aber wenn du natürlich einen Stick willst, kannst du das hier auch machen. Einfach hier zurückgehen und dann auf Windows klicken und einen Bootstick erstellen. Ich habe das Ganze schon mal mit Kali gemacht. Ja, das funktioniert ähnlich. Und genau. Aber wir machen das heute mit VM. Und laden uns hier einfach das Image runter. Die ISO-Datei. Und wir tun das natürlich nicht in Steuern. Wir tun das unter Download speichern. Und ja, meine Freunde, habt ihr wieder einen privaten Einblick gesehen? Und wir öffnen erstmal VirtualBox. Wenn du VirtualBox noch nicht installiert hast, ist sehr leicht. Gibt es genug Tutorials auf YouTube. Kannst einfach anschauen. Ich habe auch welche dazu. Einfach VirtualBox installieren. Kriegst du hin? Wenn nicht, schreib mir Discord oder hier in den Kommentaren. Und dann erstellen wir hier eine neue virtuelle Maschine. Klicken hier auf Neu, geben den ganzen Namen, Tails, suchen hier unser ISO aus. Das haben wir hier unter Download. Und hier ist es auch schon. Zack. Dann übernimmt er das hier, er hat erkannt, es ist Debian und Linux und wir können jetzt hier einfach weitermachen. Wir können jetzt hier noch unseren Ordner auswählen. Ich speichere meine VMs immer gern auf einem Laufwerk, wo ich viel Platz habe. Und das ist hier auf D und VMs. Da mache ich jetzt einen neuen Ordner, nenne das Ganze Tails. Und hier speichern wir das rein. Dann klicken wir hier auf, geben wir den ganzen Speicher, das passt hier schon. Ein Prozessor ist okay. Und ja, wir können dem Ganzen aber auch 2 oder 3 geben und dem Ganzen noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, denn wir haben hier genug. Und jetzt nehmen wir keine Festplatte hier, wir brauchen keine. Und klicken hier auf Fertigstellen. Klicken hier auf Fortfahren, wir wissen, dass wir keine Festplatte haben. Und wir gehen jetzt hier nochmal in die Einstellungen, ändern das Ganze und legen hier unsere ISO-Datei ein. Das machen wir hier unter Massenspeicher, klicken auf die CD, klicken hier auch auf die CD und klicken hier unser ISO an. Wenn das hier nicht erscheint, dann geh einfach in den Downloads-Ordner und wähle das hier aus. Ja. Dann klickst du OK und dann starten wir das Ganze mal und schauen, was passiert. Einfach auf den grünen Pfeil nach rechts klicken und warten. So, das Ganze dauert ein bisschen, bis es startet. Wir klicken hier einmal Enter. Und wir sehen jetzt hier, wir können hier einiges einstellen. Wir können die Sprache einstellen, das Keyboard könnte man jetzt eventuell auf Deutsch umstellen, wenn man hier Probleme hat und eben das Format. Wir lassen hier alles so, denn umso weniger wir umstellen, umso weniger ist die Chance da, dass wir identifiziert werden können. Genau, bis auf das Keyboard, das können wir eventuell umstellen, falls wir Probleme haben. Genau, dann klicken wir hier auf Start Trails. Jetzt haben wir hier eine Meldung und da machen wir jetzt erstmal nichts. Wir tun jetzt hier erstmal das Ganze minimieren, denn wir können hier die Auflösung ändern. Wir klicken rechtsklicks auf den Desktop, gehen hier auf Display Settings. Und wir stellen jetzt hier eine bessere Auflösung ein. Die könnt ihr euch hier selber aussuchen. Ich verwende jetzt einfach mal die. Schauen, ob das Ganze gut ausschaut. Schaut gut aus. Wir haben jetzt hier mehr Platz. Passt.
Jetzt können wir das Ganze hier wieder schließen und wieder hier in dieses Fenster gehen. So, hier will er uns jetzt direkt zu Tor verbinden. Tor ist einfach dafür da, um anonym zu surfen. Das geht dann über mehrere Server, wird öfter verschlüsselt, wie so eine Zwiebel kannst du das vorstellen, mit mehreren Verschlüsselungsebenen. Und das wollen wir. Das ist gut, um anonym zu surfen. Kennst du vielleicht schon aus anderen Videos. Wir klicken hier Connect to Tor automatically und klicken hier auf Connect to Tor. Jetzt werden wir automatisch zu dem Tor-Netzwerk verbunden und sind somit wesentlich anonymer, als wenn wir ohne Tor-Netzwerk surfen. Plus, wir haben alles im Arbeitsspeicher, sprich, keine Daten werden gespeichert. Und das Ganze ist leider auch etwas langsamer, aber dafür anonym und sicherer. Genau, jetzt klicken wir auf Start Tor-Browser. Und jetzt startet sich der Tor-Browser. So, das ist sehr gut. Wir haben jetzt ein separates System. Und das ist eben ziemlich safe hier. Und wir haben hier auch einen Adblocker, auch sehr schön. Und ein Tipp noch, um die Sicherheit zu verbessern. Nutze hier kein Google, nutze DuckDuckGo. Können wir auch hier probieren. Und wir sehen, es dauert länger zum Laden, als jetzt, wenn du es normal surfst. Und verwende auch Tails immer nur für eine Sache. Also wenn du jetzt irgendwas machst, dann starte die VM neu, wenn du was Neues machst, weil dann kriegst du wieder eine neue IP und somit kannst du nicht so leicht identifiziert werden. Genau, du hast jetzt auch eine andere IP-Adresse durch das Tor-Netzwerk und somit surfst du eben anonym. So leicht geht es auch schon. Einfach immer neu starten, wenn du was Neues machst und hier das Ganze aus dem Arbeitsspeicher rauslaufen lassen. So, also das machst du automatisch, aber das ist hier so das Geheimrezept, um möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Pass auf, es gibt trotzdem noch ein, zwei Möglichkeiten, dich zu identifizieren. Wenn das Ganze dich interessiert, dann schau auf learn-how.de vorbei. Hier gehe ich wirklich ins Detail, wie du komplett anonym surfen kannst. Und was du noch so weiteres beachten musst. Aber du hast hier schon ein sehr gutes Level und das ist schon mal top. Genau, so einfach geht das Ganze. Jetzt hast du Tails und wenn du eben das Ganze neu startet, machst du eben die Schritte, die ich dir genau gezeigt habe, nochmal. Denn die Einstellungen hier werden nicht gespeichert. Alles, was du runterlädst, wird auch nicht gespeichert, weil wir eben keine Festplatte haben. Genau. So einfach geht das. Wenn dir das gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Du unterstützt mich sehr damit. Und dann bekommst du natürlich auch mehr so coole Videos und lass natürlich auch ein Abo da. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß beim anonymen Surfen und wir sehen uns mit Sicherheit. Peace!